Hi, ich bin Tarun Vincent. Ich bin Gründer und Direktor der Frankfurt Art Experience, jetzt im dritten Jahr 2021. Bei der Frankfurt Art Experience 2021 erwarten uns 4 Tage Kunst, und zwar rund um die Galerien der Stadt Frankfurt. Wir beginnen mit dem Saisonstart der Galerien am Freitag. Am Samstag kommen dann die Talks und die Walks dazu. Was sind die Walks? Wir erleben die Distrikte der Stadt Frankfurt, und zwar hautnah über die Kunst in den Galerien. Ja, und die Talks sind unser Panelprogramm. Hier erfahre ich alles aus dem Kunstmarkt. Die alte Sportarena ist unser Festivalzentrum oder unser Kunstwochenendezentrum. Da finden die Paneldiskussionen statt, nämlich die Talks. Und wir haben einen City-Showroom dort installiert. Hier präsentieren ausgewählte Galerien alles rund um das Thema Stadt. Und zwar Stadt gedacht in Urbanität, genau richtig für Frankfurt. Das Motto der diesjährigen Frankfurt Art Experience 2021 ist Get Down On It. Den Titel kennen wir von Kool & The Gang, und wir haben uns gesagt, nach dieser langen Zeit der Entbehrungen wird es Zeit für Kunst. Und unser Thema ist Kunst in der Stadt, also in den Galerien. Das ist schwer zu sagen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ganz genau, wann ich das erste Mal in einer Galerie war. Ich weiß aber, dass ich die ersten Galerien auf einer Kunstmesse besucht habe. Und damit sind wir mit dem Showroom, dem City Showroom, eigentlich schon ganz schön weit vorne. Da ist nämlich die Hemmschwelle einfach nicht so hoch, sich Kunst anzusehen. Das ist ganz spannend. Wir leben in sehr modernen Zeiten und es gibt tatsächlich Kunst. Da empfinden Menschen, wow, kann ich mir das zu Hause aufhängen? Ich bin der Meinung, Kunst muss mutig sein und man sollte sich bewusst für Kunst entscheiden, die einen wirklich fordert oder herausfordert. Und das sind meistens die etwas spannenderen Kunstwerke. Ich habe bis heute Hemmschwellen, eine Galerie zu betreten. Wenn ich meine Heimat verlasse, Frankfurt verlasse und bin in Berlin oder in Amsterdam, dann frage ich mich immer zuerst, wenn ich in eine Galerie schaue und hinter mir ist hier eine zu sehen, ob ich da reingehöre, ob ich da willkommen bin. Diese Hemmschwelle habe ich bis heute. Wie gesagt, im Privaten fällt es mir bei Galerien immer noch schwerer. Leichter fällt es mir auf Kunstmessen. Kann ich gar nicht so beantworten. Man macht sich selber immer so einen Kopf und sagt so, gehöre ich dahin, ist das meine Welt? Aber die Kunst gehört allen, und Kunst für sich selber zu entdecken ist super, super wichtig. Ich würde es gar nicht so als Klick gemacht beschreiben, sondern die Kunst hat sich langsam an mich herangeschlichen. Und heute bin ich tatsächlich wirklich Fan davon, mit Kunst zu leben, Kunstkonzepte zu verstehen, Künstler und ihre Konzepte zu entdecken, Kunstwerke zu entdecken. Das hat wahnsinnig viel mit einem Lebensgefühl zu tun, und das macht mir einfach Freude.